Ihr habt Geld über ein LS17 und wisst einfach nicht, was damit zu tun. Möchtet es nicht spenden oder sonst jemand geben? Dann kauft euch einfach ein Ferrari. Warum nicht? Auch Landwirte haben Ferrari. So ist es nicht, falls das jetzt einer sagt. Das ist nicht richtig, wenn einer sagt, ein Ferrari und Landwirtschaft passt nicht zusammen. Das ist gelogen. Bei uns hier in der Nachbarschaft gibt es auch einen Ferrari-Fahrer als Landwirt. Das hat gar nichts damit zu tun. Ein Ferrari ist natürlich teuer, aber ein Leasing ist auch nicht so teuer. Ja, und wenn die Landwirtschaft gut läuft, kann man gerne hier mal den Ferrari auskosten mit weißen Rücklichtern natürlich, so wie sie es gehört, oder? Hinten Rücklichter immer weiß. Und ja, zwei Insassen sind schon drin, der Franz und der Peter. Die genießen da schon. Hier unten nochmal ein bisschen was drauf. Keine Ahnung, kann ich nicht entziffern, bin zu blöd dafür. Ja. Ton starten, läuft, ja. Ja, wie gesagt, außer das Weiße da hinten. Läuft es eigentlich soweit? Sehr gut. Von Ton her auch. Man kann schön spulen, das passt auch. Oh. Das läuft soweit. So, mal gucken, was haben wir für eine Höchstgeschwindigkeit hier rauf auf die Straße. Ab durch die Mitte! Los geht's, gib Power! Hey Junge, das schaffe ich ja mit meinem Trecker mehr. Naja. Okay, lass mal lieber mit dem Ferrari. Okay, das Bremslicht ist auch irgendwie weiß. Witzig. Da ist noch ein Fehler, da muss man nochmal ran, aber 170 Ferrari? Alter, das schafft mein Trecker mehr, ey. Was ist denn los? Komm, gib Gummi. Wo ist der Turbo? NS-Einspritzung, nix. Dafür kann man schön driften. Das ist cool. Das gefällt mir. Tiefer gelegt ist auch. Perfekt. Also, soweit ist er gut. Bis auf den weißen Dingern. Und vielleicht die Kamera ein bisschen erhöhen, dass man so ein bisschen schwebt zu dahin. Man weiß es nicht. Ist halt Geschmackssache. Nee, er passt schon eigentlich. Bis auf die weißen Dinger da hinten, die er noch entfernt, dann läuft er. In Job sieht das Ganze so aus. Und der Autos natürlich ist ja ein Auto. Ja, ist er. 500.000, deswegen sagte ich, wenn ihr ein bisschen Money auf der Seite habt, gleich mal kaufen. Und sonst gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Der kostet ein bisschen 165, steht eh da. 100 Liter Tankvolumen. Und ja, mieten kann man den gar nicht. Oder doch mieten, ja. Für 55.000, ne? Ist ja nix. Schnäppchen, sag ich ja. Das kann sich jeder leisten. Ja, dann viel Spaß mit dem Mod. Hoffentlich sehen wir uns in einer nächsten Mod-Vorstellung wieder. Tschüss, Franz und Klaus.